Also ich weiß, dass dein Mod gerade vor 10 Minuten oder vor einer Viertelstunde gesagt hat, die geht jetzt arbeiten. Naja. Das ist kein Problem. Also ganz entspannt, da ist nicht overdressed oder sonstiges. Du hast auch verstanden, warum ich das. Ja, natürlich, habe. Natürlich. Ich für mich mit dem.
so einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Egal ob im Discord, an euren Fancy Handy oder sonst welchen Geräten. Herzlich willkommen, Saisonauftakt hier bei der TCC Split Nummer C. Wir sind gleich auf Sankro B und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend jetzt hier auch von meiner Seite aus. Es tut mir leid, ich bin gerade erst zur Haustür rein. Es ist leider etwas spät geworden. Die Jungs sind schon in der Quali. Ich gehe gleich rüber. Wir sind heute auf St. Croix hier im Split Nummer C. Und deswegen geht es hier nur ganz schnell hier durch mit den Fahrern heute. Seht ihr ja auf der rechten Seite. Das sind quasi die Fahrer, wo in Liga C mitfahren. Es tut mir leid für die Verspätung. Es ging leider nicht früher. Die Jungs sind schon auf der Strecke und wir gehen direkt rüber und dann werden wir alles weiter besprechen. So, die Quali hat natürlich schon begonnen. So, und ich muss mich hier noch ein bisschen einrichten. Ja, warum ohne Cap? Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen und hab jetzt einfach, zack, Stream an, alles. Ja, danke, genau, verdammt ungewohnt, ohne Cap. So, Freunde der Sonne, die Cam ist natürlich auch aus. So, jetzt ist sie wieder an. Hallo, ja, ich habe Haare und ich werde sie einsetzen. In dem Fall. So, stellen wir mal an. Wie gesagt, war leider etwas chaotisch, etwas hektisch hier. Und dann gehen wir mal schnell noch auf die Qualifikation ein. Es tut mir wirklich leid. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wie gesagt, Stream läuft. Qualifikation leider so ein paar Minuten schon alt. Aber wir gehen mal durch. Hier sehen wir unseren österreichischen Kollegen in Lindis. Genau, erstmal Kaffee, Kuchen kommt gleich. Danke dir, Battlecat. Vielen, vielen Dank. Kuss an den Mod. So, also, wie gesagt, Lindis hier bei mir auf der 1. Oh, mir geht noch irgendwie mal schön. Dann gehen wir auf den Flip. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe ein Toupé auf. Ne? Ich habe mich bei deiner Frau erkundigt, lieber Sandmann. Die hat mir das empfohlen, dass ich mir so eins machen lasse, wie du auf dem Kopf hast. Also von dem her. So, den Flip haben wir hier von Impro Motorsport. Dann haben wir den... Entschuldigung, wollte ich nicht überblenden. Den Alois hier mit der Supra unterwegs. Letztes Jahr noch Aston Martin gefahren, also wo in meiner Liga. So, dann haben wir den Jolly Coco, unseren Coco Jumbo quasi. Ja? Du keins auf dem Kopf, genau. Ich muss es nur wieder einspielen demnächst, dann wird es auch wieder kommen. Also, kein Problem. So, der Blitzer hier unterwegs mit dem Honda NSX. Im Design von Repsol. Dann haben wir den Nacho mit den Scheibenwischern an. Das gibt natürlich gleich 5 PS mehr beim Nacho. Der Suit hier quasi fast das zweite Rallye-Auto hier, der Mitsubishi Evo Lancer hier auf der 7. Position im Augenblick. Dann der Godly Quiet Baby
auch hier mit dem Mitsubishi unterwegs. Auch dieser Kollege kommt wie der Sud hier aus der Schweiz. Na? Dann haben wir den Rex. Aerodynamisch die Scheibenwischer, ja, auf jeden Fall. Aber Joe. So, hier mit dem Subaru Britz unterwegs. Hier auf der 10. Position. So, klickt auch noch. Dann haben wir den Jumpy von GPSR. Im Porsche unterwegs, im Augenblick auf der 10. Position. Der Paintball auf der 12. mit dem BMW M4. Fängt schon wieder an. SRT Bruno. Barta Racing Team hier jetzt auf der 4 mit dem Lambo. Und dann haben wir hier zum Schluss unseren Frankfurt-Fan, unseren Flashemabub hier auch im Subaru Britz unterwegs. Der Schaupi ist da. Die Battlecat ist da. Die Krabbenbettner-Hase, der Sandmann, der Wursti, alle da. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr zuschaut. Es war gerade etwas stressig und natürlich auch an die restlichen Zuschauer. Freut mich, dass er da sei. So, für den Sandmann heute mal und für den CT-Meister genehmigt mir heute mal das leckere Bierchen. CT-Meister kennt's ja, hat von mir vor kurzem zu dem Zweijährigen mal noch ein Fläschchen bekommen. Und von dem her, Prost. So, schnellste Zeit, wie gesagt, vom Lindes 2 Minuten 18.351. So, St. Croix ist heute unsere Strecke. Und viele Leute mögen sie nicht. Ich finde sie, ja, ich erwarte auch namenstechnisch erwähnt zu werden. Ah, ja, der liebe GT Magenpokal alias Chris alias der liebe E-Mails. Das ist schön, Chris, dass du wieder mal da bist. Wenn du wieder mal Zeit hast, dann melde ich doch mal. Dann können wir auch, genau wie der Sandmann, gerne wieder mal einen Stream zusammen kommentieren. Würde mich freuen von euch beiden, wenn ich wieder mal was hören werde und wenn er wieder mal Bock hat. So, Linde ist immer noch auf der 1. Flashemabub hat sich jetzt auf die Nummer 3 vorgeschoben. 2 Minuten 18.886. So. Chris, pass auf, ich habe mittlerweile einen Mod und kann ihn einsetzen. Ja? So, der Tommy sagt, er mag die Strecke. Ja, ich sag, sie geht auch relativ lang. So, wir haben noch knapp eine Minute zu gehen. Und die meisten sind schon. Der Thorsten, schön, dass du da bist, Thorsten. Hier der Teamkollege vom Alois. Alois nicht mehr mit dem Aston Martin unterwegs und das Top-Qualifying ist zu Ende und Lindes hat sich die Pole-Position gesichert. So, Freunde, Qualifikation ist Ende. Jetzt geht's gleich los hier in der Lobby C Race Nummer 1. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Wir gehen natürlich auf den letzten Platz und schauen nach hinten. El Massimo ist auch da. Der HSV-Fan ist da. Schön, dass ihr da seid. So. Immer auf den letzten. Schauen uns das Ganze natürlich von hinten an. Ja, hab auch alle wegkommen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Saisonauftakt. TCC, Zurich Championship. Oh, ein Frühstart vom Jumbo. Auch Frühstart hier vom Paintball. Und was ist da los? Auto abgewürgt. Genau. Battlecat schreibt auch nochmal Hallo an alle. Und bin ich der einzige Mod, der das Nutleuts verwenden darf? Ja, das kann sein. So. Statt etwas verschlafen. Okay. Spritabbruch. Da gibt es nochmal Handlungsbedarf. Falsche Settings. Also muss nochmal ausgegangen werden. Wir werden es einfach nochmal machen. Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der heute hier etwas spät dran ist. Zum Glück. Kann ich gleich selber ins Chat schreiben.
Herr Sandmann, ich würde mit Ihnen ja gerne ein Bierchen trinken und anstoßen und hoffe mit den anderen auch, aber ich kann es leider nicht, weil die Einstellung ich leider nicht kann. Ja, weil ich es leider nicht kann und müssen wir mal einstellen, dass wir auch miteinander anstoßen können. So, na gut, dann brauche ich was anderes. Battlecat, was brauchst du anderes, wenn ich fragen darf? Bezahle ich dir nicht etwa genug? Hast du nicht etwa genug? 40 Liter. Nachos. Hey, Nacho. Ja, ja, das ist der Nacho hier. Kannst du den Morgenstern nehmen? Ja, schauen wir mal. So, einen wunderschönen guten Abend. Natürlich an alle neuen, die hier bei mir zuschauen. Ich bin der Corsi. Ich bin hier für diesen Kanal zuständig. Battlecat unterstützt mich und ich hoffe, ihr werdet einen wunderbaren Abend mit mir verbringen. Wir werden hier ja Michelle, da ist irgendwie Frühstart gewesen und hat irgendwie nicht losgegangen. Falsche Settings. Ja. Und deswegen muss neu gestartet werden. Und Michelle, vielen, vielen Dank für deinen Follow noch. Danke dir. Was? Was? Ich verstehe. Eine Hieb- und Stichwache für den Chat zum Austeilen. Nö. Ja, hier, Fleisch und mal Bub, hier, Burnout. Reifen nochmal richtig schön anwärmen. Und dann geht's. Bap, 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 bap. Nee, doch nicht. Okay, na ja, doch, probiert's. Wie stich ich denn? Battlecat, du musst den Chat mit deinen Worten schlagen, beziehungsweise du hast doch die Macht. Zack, ein Knöpfchen und dadurch haben wir dann ja, ein Battlecat und wir werden es einsetzen. Ja, da ist er ja, El Boleto. Einen wunderschönen. Die Impro Motorsport Anhänger sind auch am Start. El Boleto, grüß dich. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Haben wir auch schon länger nicht mehr gehört. Also, muss ja ganz sagen, der Blitzer, ne? Die Lackierung, die passt halt wirklich, wie man so schon sagt, Arsch auf Eimer auf diesen Wagen. Ganz ehrlich, ist schon richtig cool. Ja, passt hier wirklich echt gut. Ja, ein bisschen stressig. Das halbe Qualifikation habe ich verpasst, weil ich gerade zur Haustür rein bin. Ja, aber sonst alles gut. So. Battlecat, einmal Befehle bitte in den Chat. Ey, der Wurst hat gesagt, du willst Liebe haben. Ist das richtig? Ja, ich brauche immer Liebe. Das ist im Augenblick ganz wichtig. Ja. Nee, ich hätte gerne, dass wir mal zusammen noch einrichten, lieber Sandmann, dass wir ein Bier miteinander trinken können, also quasi austeilen oder ein Weinchen oder sonst irgendwas. Es fehlt bei meinen Befehlen leider noch. Dann müssten wir uns nochmal zusammensetzen, dass halt auch die Mädels untereinander und auch die Jungs miteinander sagen, sie möchten ein Bier miteinander trinken. Dann sagt der eine zum anderen, klar, machen wir, kein Problem. Genau, so ist es. Er hat keine Zeit, liebe Zuschauer. Prost. Prost, die Bär. Vielen, vielen Dank, aber es muss nicht sein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich werde mich bedanken, Prosti. Na? Ach ja, was ich noch erzählen wollte, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, bevor es gleich richtig losgeht. Ihr habt es ja schon gesehen, auch beim CD-Meister, wir haben ein Event wieder am 5. bis 11. Von 5. bis zum 7.11. haben wir ein Event. Diesmal unter dem Slogan, schenk doch mal ein Lächeln. Na? Das heißt, Kinder, die quasi kein Geschenk bekommen, werden, wir sammeln Spenden und werden es dann über diesen Verein quasi
Geld sammeln, die kein Geschenk bekommen, dadurch Geschenke gekauft werden und dann quasi schenkt doch ein Lächeln. Und da machen wir einen 48er wieder mit Gran Turismo, mit dem Sandmann, mit Wachsomatic, mit Amigant diesmal dabei und der Daywalker. Und da hoffe ich, dass ihr alle dabei seid, mitfiebert und auch ein paar Euros übrig habt für die Kinder, die hat leider kein Geschenk bekommen. Und jetzt würde ich sagen, Ampel ist auf Rot, Ampel ist auf Grün und jetzt geht's los hier mit durch den Tränen. Alle sind weggekommen und auf geht's hier. DCC-Start hier auf Zankro und let's wets. Wir geben alles in der Kurve, geht eh alles und dann Feuer frei. So, schaut alles relativ gut aus. Hier keine Unfälle, kein nichts, ein bisschen Lackaustausch, aber macht nichts. Aber wir haben mal Rennen und auf geht's, liebe Zuschauer. Jetzt geht's los hier bei Split Nummer 10. So, dann schalten wir um. Der Flip hat den Start gewonnen, sind seinem Alfa Romeo. Lindes hat den Start verloren, aber das hat er ja schon immer bemängelt, damals mit seiner Supra. Ja, dass er da nicht von gekommen. So, Lindes auf 2, Bruno auf 3. Wird gejagt hier vom anderen Italiener, hier vom DM von der Midnight Crew. So, dann haben wir den Flash im Pop. Dann ist hier ein Getummel hier auf der Brücke. Schaut's euch an, da weißt du gar nicht, wo du hinschauen sollst, ne? Weil Blitzer auf der 7, der Nacho auf der 6, jetzt ist Jolly Coco. Jungs, bleibt doch einmal kurz so weit, dass ich kommentieren kann, wer wo ist. Aber nein, die geben hier Vollgas, liebe Zuschauer. Und ab geht's hier, volle Fahrt voraus. So, also Blitzer auf der 7. Du willst mit mir Luigi's Menschen spielen? Du willst hier, dass wir auf Geisterjagd gehen? Lieber Sandmann, das können wir einrichten, definitiv. So, was ist hier passiert? Beim Kollegen 8-Ball, da hat er wegen vorhin schon die Mauer geküsst. Jetzt geht er schon ein bisschen weit. Und ja, gut. Also, jetzt können wir nochmal in Ruhe hier die ersten drei anschauen. Hier geht's gleich richtig los. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist leer, die Batterie ist leer. Ja, Lampas hat den Beiß auch. Oh, Lindes mit dem Abflug. Schauen wir nochmal vom. Schauen wir in der Wiederholung nochmal nach. Hier in der Replay. Was hat er denn gemacht, der Lindes? Ah, zu weit drüber gekommen, dann die Kurve nicht mehr bekommen und zack. Ja, super. Staubsaugerregen, was soll das? Ja, aber das können wir, kriegen wir ein, das machen wir auf jeden Fall. So, also, die ersten drei sind jetzt soweit, haben sich sortiert. So, dann haben wir das Quali wiederholen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Dann haben wir hier den DM. Halt, Entschuldigung. Der jetzt hier mit Flash mal Pup im Fight ist. Hier einmal Ferrari und einmal haben wir den Subaru. Und jetzt geht es hier wieder hin auf die Brücke und da ist er nicht gut ausgekommen, unser Midnight Crew Fahrer. Und dann geht er hier fast schon locker flockig vorbei. Was für eine Zusage, ich weiß nicht, was ihr meint. Kommt zu weit. Falsche Settings. Paintball hat die falschen Settings. So. Da kriegt er gleich nochmal Druck, nachdem der Flashmob Bub ihn überholt hat. Aber er probiert zu kontern. So, dahinter ist unser Blitzer, der jetzt mittlerweile auf der Nummer 6 ist. Hier in seinem Repsol Design. Repsol ist ja eigentlich bekannt, also dieser Sponsor. Hauptsächlich, also für mich ist Repsol eine Marke, die ich eigentlich hauptsächlich mit der MotoGP in Verbindung bringen. Da ist es ja immer auf dem Moped vom Marc Marquez. So, jetzt ist er dran hinten. Er schiebt den regelrecht an. Hier den Frankfurt-Fan. Mal schauen, ob er vorbeikommt. Blitzer hängt ihn direkt hinten im Nacken.
Ich weiß nicht, was ihr da schon wieder ausmacht, ihr zwei. Also. Das ist der Weiger geschuldet. Ne? So, so, so. Genau, sonst gesagt, Repsol Honda. So, das schauen wir uns gleich nochmal an. Hier gleich auf der Startzielgeraden. Ob er ihn noch kriegt, dann gehen wir mal ein Plätzchen, zwei weiter nach hinten. Ja, er probiert es, er schert aus. Ne? Er schon mal versucht, die Tür zuzumachen. Ich hab doch Angst. Das sieht sich in die Maske auf. Vielleicht hat der Sandmann vielleicht Strom. Man weiß es nicht. Ja, können wir machen. Das gehen wir auf jeden Fall hin. So, also, vielleicht mal Bubi jetzt auf der 6, nachdem Blitzer jetzt ihn überholt hat. Dann haben wir auf der 7 unseren Sud, der mit 2 Minuten 20 096 hier auf der Platz 7. Und dann hier kommen wir zur MKS. Hier zu unserem Alois. Ja, hat sich diesmal den Japaner rausgelassen. Und dahinter sehen wir gleich das Duell hier zwischen Colli Choco, unserem Coco Jumbo und dem Kollegen Rex. Ja. Da ist unser Rex hier fast besser aus der Kurve gekommen. Aber Colli Choco bleibt weiter vorne. Genau. Also wenn ihr jetzt keinen Ohrwurm habt, dann habt ihr jetzt an mit Coco Jumbo. Ariaria, Coco Jumbo, Ariaria. So, Platz 10 sehen wir hier. Die zwei kriegen sich auch hier in den verschiedenen Herstellerautos. Hier einmal Lexus und einmal der Subaru. Und jetzt ist er innen dran und geht er vorbei. Ja, jetzt ist er vorbei. Hat die innere Linie, hat sich am Colli Choco hier vorbei gedrückt. Aber der Konter kommt, der Konter kommt und Colli Choco ist wieder vorbei. Kurve geht nach links, aber Colli Choco bleibt vorne. So, dann gehen wir auf gehen. Jumbo, Jumbo, es ist ja Wahnsinn, was überall hier hier Zweikämpfe hast. Hier der Jumbo im Duell mit Gottlieb. Und dahinter haben wir noch den Scheibenwischer vom Nacho. Nacho ist dabei. Er hat wahrscheinlich vorher ein paar Nachos gefuttert hier an Kraftfutter. Und jetzt hat er noch vorbei. Nacho ist vorbei hier. Und jetzt beginnen schon die Boxenstops. Liebe Zuschauer, 22 Runden heute am Abend. Und ja, mal schauen, wie die Spritverteilung hier ist, wie das Ganze hier vonstatten geht, weil die Tanknadel blinkt schon. So, und jetzt ist... Hä? Fehlt einer. Ah, hier sehen wir es. Vielleicht mal Bub war drin. Umu war drin. Paypal. Alois war drin. So. Dann haben wir jetzt quasi nach vorne hin, ist jetzt wieder Lindes auf der 1, hat vorne wieder mal den Kollegen überholt. 2 Minuten 18.024. Der Dave ist auch da, einen wunderschönen guten Abend. Na, schnellste Zeit haben wir vom Bruno, vom Sparta Racing Team hier mit 2 Minuten 17.167. Ich könnte mir vorstellen, dass nach einem Boxenstopp, weil die Reifen schauen noch super aus, und dass wir eventuell die 2.16 auch noch hier erleben werden. Mal an die ganzen Zuschauer, die eventuell beim CT zugeschaut haben. Was sind die für Zeiten so gefahren? Wenn ihr das mal bitte in den Chat reinschreibt, wäre ganz cool. Dann haben wir mal eine Referenzzeit, was wir hier fahren, was halt vorher gefahren wurde oder was gerade gefahren ist hier auf Split Nummer 1. So, der Flip hier. Maxi King, vielen, vielen Dank für deine Follower. Schön, dass ihr da seid. Bei mir bin der quasi. Servus. Und viel Spaß hier bei dem Saisonauftakt hier beim Split Nummer 10. So, Blitzer hat sich jetzt auf die Nummer 3 vorgeschoben, weil ja die Boxen Stops ja begonnen haben. Aber hier der Ferrari dahinter und dahinter haben wir den Zug. Dann gehen wir doch mal rein in den Zug, raus aus dem Zug. Nee, gut.
Ja, der Clump for Life, einen wunderschönen. Danke dir, schön dich wieder mal zu hören. Genau. Ja, der Alois hier wird begrüßt und hier sehen wir ja die ersten vier und dann hammert er da mal auf den Bruno. Aber Bruno ist schon unterwegs gewesen in der Box. Und jetzt kommt er auf die Start- und Zielgerade. Bruno übernimmt dann mit quasi die Führung. Und jetzt kommen aber da vorne schon Lindes und Flip raus. Also, es wird ganz, ganz eng. Zweiter ist er, Flip hat er gecasht. Und jetzt hat er natürlich das Material, schon mal die Reifen warm. Das ist beim Lindes noch nicht der Fall. Und jetzt übernimmt er die 1. Jetzt übernimmt er 1 hier. Sparta Racing Team im Augenblick auf der 1. Fünfte Runde, Führungswechsel. Na, warten wir mal, bis Lindes seine Reifen richtig auf Temperatur gebracht hat. Genauso wie der Flip. Und mit diesen wunderschönen Bildern bei Scheinwerferlicht und untergehenden Sonne im Hintergrund, die Berge. Schaut euch an, ein wunderschönes Panorama. Sehr geil. So, wir gehen in das Fahrzeug vom Lindes und hier von Gatsu Racing. Gatsu Racing. Und diese Fahrzeuge, falls ihr es noch nicht gewusst habt, wird in Köln, da wo ja auch das Toyota-Werk ist, wird da gebaut. Weiter früher war ja auch die Toyota F1 in der Formel 1, das wisst ihr ja. Da, wo auch der Windkanal ist und so weiter. Und diese Hallen haben sie quasi jetzt hier für GT4 Fahrzeuge übernommen und bauen quasi diese auch um in Köln, in den früheren Formel 1 Hallen bei Toyota. So, und ein wahnsinniges Duell hier zwischen den beiden, hier Deutsch gegen Österreich. Hier im Augenblick führt noch der Bruno, aber er bekommt Druck vom Lindes und Lindes kann fighten. Ja, genau. Apropos Österreicher, muss ich dem Achim nochmal zurückschreiben. Bitte erinnert mich dann nochmal dran, dass ich unseren Kollegen Achim dann nochmal zurückschreibe. So, also Lindes hier auf der 4, auf der 2 probiert es innen, aber nein, kommt noch nicht, aber jetzt hat er den Speed mit. Und hier geht schon wieder voll zur Sache. Mittlerweile im Chat Wein, Bier, Kaffee, Kuchen, alles was aber heute da sind, die ganzen Befehle mit drin, auch mal in den Social Media Kanälen, dürft ihr gerne mal drauf schauen. Was ich sonst noch so mache, außer Gran Turismo, sind so ein paar Spiele. Dürft ihr hier gerne mal vorbeischauen, würde mich freuen. So, dann schauen wir mal nach hinten. Flip geht soweit noch alleine. Und jetzt dann haben wir hier den Legend Bub. Ne, gehen wir hier und jetzt sehen wir gleich das Duell hier, Japan gegen Italien hier. Im Fußball, klare Angelegenheit. Die Quadra Azzurra hier natürlich wieder Bombenteam. Und bei den Japanern nicht so, aber bei anderen Sportarten, da haben es die Japaner weit, weit aus einfacher. Siehe Selbstverteidigung, Kampfkunst oder sonst irgendwas. Da sind die Japaner dann weiter vorne. Ja, oder eventuell bei Olympia oder so. So, aber im Augenblick sehr, sehr gutes Rennen hier von unserem DM hier in seinem Ferrari. Hier in einem wunderschönen Design fällt auf jeden Fall auf. Hier in der grün-gelben Farbe. So, aber im Hintergrund schiebt natürlich der Honda NSX oder Acura, wie er ja bei den Amerikanern heißt. Warum die einen zweiten Namen brauchen, versteht kein Mensch. Ob es da irgendwelche rechtliche Probleme gibt, wenn die mit Honda oder sonst irgendwas, oder wieso der unter dem anderen Namen vertrieben wird, weiß auch kein Mensch. So, er probiert es auf jeden Fall. Das ist natürlich Stress pur für den Midnight Crew Fahrer, der hier ständig auf die Socken kriegt, so links, rechts. Und jetzt haben sie, beide sind nebeneinander, aber da hat sich am Ende jetzt doch unser Blitzer durchgesetzt hier auf der vierten Position. Nein, ich bin dabei.
Prost an euch alle. Lasst es euch schmecken. So. So, dann haben wir den Flash und Mabub. Flash und Mabub ist knapp 2 Sekunden dahinter. Dann sind wir beim Jut. Da ist 7. Platz im Augenblick. 2,2 Sekunden und knapp 1 Sekunde vom Jolly Coco. Der hat knapp Vorsprung vom Alois. Genau, Battlecat, nimm dir eine heiße Schokolade. Vielleicht ändere ich Schoko noch in Schokolade um. Ist, glaube ich, besser, glaube ich. Na? Wollen wir mal schauen. Nehmen wir mal. So, unser Jumbo hier auf Platz 10 ist mit dem Rex hier in einem Battle eigentlich. Ja, es ist unter 1 Sekunde. Und der Porsche scheint hier nicht ganz so schlecht zu gehen hier, ne? Jetzt hat er ein bisschen aufgebaut. Vorsprung wächst so ein bisschen, aber wie du aus der Kurve rauskommst, wie du aus der Kurve reinfährst, und jetzt ist der Windschatten da. Jetzt die lange Geraden, der Windschatten ist da. Hier. Und jetzt wird es bald den Angriff geben, stelle ich mir vor. Dragon, einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank, Dragon, dass du da bist. Danke dir. So, na, siehst du, jetzt wieder knapp 1 Sekunde weg. Ja, es ist schon immer nicht so ganz so einfach. So, wir gehen auf die 11. Position. Da haben wir, wie gesagt, unseren Rex. Und dahinter ist im Augenblick unser Gottlieb und unser Scheibenwischermann mit 5 PS mehr. Unser Nacho. Na? Hier auf der 13. Position. Die Frage: Nacho mit Käse oder Nacho mit bekannter Soße? Das ist die Frage. Na, wenn es ums Essen geht, gehen die Geschmäcker natürlich auseinander. Aber wie gesagt, das ist die Frage: Nacho mit Käse oder Nacho mit bekannter Soße? So. Auf geht's, Kami. Auf geht's, Nacho. Richtig. So, wer bei dem Namen Nacho keinen Hunger auf Nachos kriegt. Jetzt bin ich aber mal gemein zu euch. Ich hab mir so zwischendurch immer so ein bisschen. Halt. So. Knapper Spaß. Nüsse. Barbecue. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. So. So. 2 Minuten 20 seine schnellste Zeit und beim Paintball. Ja, da muss irgendwas nicht stimmen, weil da ist er etwas langsamer unterwegs. So, bei 2 Minuten 20, was haben wir da? Auch bei den Zeiten 2 Minuten 20 ist es irgendwie. So, gehen wir mal nach vorne und schauen den Bruno an. Also, Bruno ist nach vorne, wird aber immer noch gejagt vom Lindes. So, Lindes, mein Freund. Jetzt wird es hier mal Zeit. Ah, kleiner Einschlag hier. Lackaustausch mit der Bande. Macht nichts, kleben wir. Oh, wieder ein Schlag hier vom Verbund. Also, sie fahren schon am Limit, muss man schon sagen. Das ist richtig, da hat Battlecat richtig. Da geht's heiße Schokolade. Ist auch. Auch was Feines zwischendurch. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, wenn es draußen so stürmisch, nass, kalt ist, dann kommst rein und. Eine heiße Schokolade ist dann schon echt was Feines. Ne? So, Flip hier in seinem Alfa Romeo. Mhm. Ich glaube, die Lebkuchen und die Spekulatius sind, glaube ich, schon langsam hier am Anfangen. Hier zum Teil, glaube ich, schon in den Regalen drin. Ja? Also, wie sehr ich Spekulatius mag, ne? Aber so ein bisschen früh ist es dann eigentlich schon, ne? So. Schnellste Zeit 2:18.488 hier in der 3. Runde vom Flip. Dann hat sich jetzt der Kollege dem abgesetzt. Und jetzt geht's hier los. Wieder kleiner Anstieg vom Flash und Mabub. Und dann schauen wir mal hier nochmal in das Fahrzeug. Ja, wir gehen außen auf die Motorhaube.
wenn es kalt wird, ist Glühwein. Ja, viele mögen ja keinen Glühwein. Es gibt ja auch dann heißen Kinderpunsch oder so. Ja. Das Zeug überlebt mir, was? Ist in der Schulter wenigstens ein Schuss drin? Das Zeug überlebt nur leider Weihnachten nicht mehr. Okay. Battlecat. Nimm nicht Baileys. Nimm Amarula. Schmeckt besser. Weitaus besser. Kann ich nur empfehlen. Ist besser wie Baileys. Ich hab doch gesagt, wenn man ihn nicht mag, dann ist von mir ausgegangen. Mann. Immer wenn ich falsch verstehe. Katastrophe. Nein, wenn man ihn mag. Ja? So, dann geht's weiter hier zu Jolly Coco und dem Alois. So, gehen wir doch auch mal hier in dieses Fahrzeug rein. Hier. Ein Rechtslenker, ne? Also, Gangschaltung ist auf der Seite. Ist auf der Seite. So rum. Ist auf der Seite. So. Ne, einmal mit Profis. Sagt wer? Ich komme aus Franken. Im Bundesland Bayern. Wo das hier. Ne? Weißt Bescheid. Nicht so Reagenzlerkäse wie bei euch da. So, Alois ist dran. Mal schauen, wann er vorbeikommt. Und seht das hier. Schaut doch mal auf die Windschutzscheibe. Unten Richtung Motorhaube. Ein Head-Up-Display. Wie geil ist das denn? Ist mir noch nie aufgefallen. War das super, dass der Head-Up-Display jetzt drin haben. Auch geil. Das ist auch, der hat auch so einen unverwechselbaren Sound hier wie der Nissan GT-R, obwohl es eigentlich ein halber BMW ist, muss man sagen. So, aber Schaden vom Alois. Schaden vom Alois hier, der Frontsplitter hat ein kleines Problem, genauso wie die Aufhängung, ne? Funktioniert nicht mehr ganz so. Ne? Die Aerodynamik ist ein bisschen, hat gelitten, sind wir es ganz ehrlich. Dadurch kann er nicht hundertprozentig Speed aufbauen, weil er einfach der Anpressdruck vorne, was das Auto runterdrückt, ne? Nicht gegeben. Der Horst hat gesagt, dass er nur kommentiert, wenn es Bier gibt. Ja, gibt ja vernünftiges Bier bei mir. Ne? Also, von dem her. So. Freunde, Platz 8. Beziehungsweise 7. Jetzt schauen wir noch mal den letzten Meter zu. Dann gehen wir mal weiter. Kommt aber nicht vorbei. Also der Schaden scheint doch so ein bisschen das Fahrzeug zu beeinflussen. Jetzt haben wir aber die lange gerade auf der Brücke. Kommt er da wegen's ran? Nee, der Vorsprung wird sogar leicht größer. Weil man merkt, die Topgeschwindigkeit kann er dadurch nicht fahren. So, dann gehen wir mal weiter. Das Jut im Augenblick 5,6 Sekunden beziehungsweise 2,1 Sekunden hinter Alois. Dann unser Jumbo, wie gesagt, 2,4. Dann haben wir unseren Nacho. Auf der 11. Dann ist der Godly auf der 12. Hat schon einen Vorsprung hier vom Kollegen Rex, der in der Box nämlich war. Und dann haben wir hier den Kollegen Redpoll. Also, wir mal schauen, was da die Rennleitung spricht. Wenn er wirklich falsche Settings drauf hat, dann ist es natürlich hart. Aber wenn er eh die falschen Settings drauf gehabt hat und halt da hinten rumfährt und eh keine Chance hat vorne, ob man dann noch bestrafen muss, weiß man nicht. So, gehen wir nach vorne. Lindis ist jetzt endlich vorbei. Lindis hat es jetzt geschafft. Wie schauen die Reifen aus? Gegenüber dem Lambo. Ja, Lambo braucht mehr Reifen. Und Lindis hat auch mehr Sprit drin. Mehr Sprit bedeutet zwar eigentlich, dass er schwerer ist, aber dadurch, dass der Reifen ja besser performt noch, im Gegensatz zum abbauenden, mehr abbauenden Reifen vom Lamborghini, hat er natürlich den Vorteil wieder. Das gleicht es aus und hat sogar damit einen, wie gesagt, Vorteil. So, wir haben knapp
eine Sekunde Vorsprung. Bruno auf der 2. Wie schaut es beim Flip aus? Also Flip hat im Augenblick keinen Auftrag. Wird konstant 2,19er Zeit. Was fahren eigentlich die anderen davon? Schauen wir nochmal. 2,20, 2,19, 2,18, 2,18, 2,18, 2,18. Alter, konstant ist er. Und jetzt hat er schon über 1,3 Sekunden Vorsprung. So. Freunde, Blitzer hängt hier wieder noch mit. Oh, dem Kollegen. MB vorbei. Und jetzt haben wir hier den Flash im Bub. Und wir schauen uns das Ganze vorne an. Jetzt ist Flash im Bub vorbei durch den Windschatten. Und jetzt haben wir ein wunderschönes Trio hier. Na? Na, Kofi nicht ganz bekommen. Dadurch muss er den Platz wieder abgeben, der Flash im Bub. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Haben wir wieder drei verschiedene Fahrzeughersteller bzw. Konzepte hier am Start. Der Ferrari, der Honda und der Subaru. Jetzt sind wir nochmal ganz ehrlich. Was verbindet man eigentlich mit einem Ferrari? Was verbindet man mit einem Honda? Und was verbindet man mit einem Subaru? Ferrari, klar, wunderschöne Autos sieht man auch hier. Und Formel 1. Was verbinde ich mit einem Honda? Eigentlich nur einen NSX. Einen CRX. Entschuldigung, jetzt geht er gerade vorbei. Blitzer geht vorbei am Kollegen DM. Platz. Couch hier auf der vierten Position und fünften. Der Honda, wie gesagt, durch den CRX eigentlich. Und natürlich Motorräder. Sind wir ganz ehrlich? Honda Motorräder, beziehungsweise auch noch Motoren am zum Beispiel Rennboden oder so. Sind, glaube ich, auch einige noch da. Motoren noch. So. Und da haben wir jetzt den kurzen Einschlag. Hier mal kurz die Seite schön rasiert beim MD hier und hat im Nacken eine Flasche Mabuppe, aber der kommt nicht wirklich vorbei. So, und dann haben wir den Subaru. Was verbindet man mit Subaru eigentlich? Ich verbinde mit Subaru Rallye-Sport. Ich bin's mit Colin McRae. Ne? Subaru WRX STI und Rallye-Auto halt. Rallye. Für mich ist Subaru eigentlich Rallye. Sind wir ganz ehrlich. So. Wie schaut es denn dahinter aus? Hier immer noch Jolly Coco und der Alois. Na? Impreza. Subaru Impreza. Genau, danke. Das hat mir gefehlt. So. Alois fährt immer noch mit Schaden. So, jetzt müsste er besser aus der Kurve rauskommen. Er hat den Windschatten nicht wirklich mitgenommen. Nee. Und der Subaru da vorne zieht weg. Können wir uns doch das Ganze mal vom Jolly Coco seine... Also, da sind wir zu Hause. Jolly, Lexus. Ja, Lexus hat sich auch in den letzten Jahren als bessere Marke herausgestellt. Früher waren die Lexus, naja, war nicht wirklich hübsch. Aber mittlerweile Bruno mit Schaden? Nein, Bruno hat keinen Schaden. Ja, vielleicht hat er einen, wir wissen es noch nicht. Bruno ist auf jeden Fall dran. El Massimo. Ja, was er hat, ist eine blinkende Tankuhr. Ja, da muss irgendwas beim Kollegen Lindes gewesen sein, weil sonst wäre er jetzt nicht dran, weil er war schon auf 1,5 Sekunden weg. Wieder Einschlag, wieder Einschlag. Eieiei. Aber Bruno muss den Platz 2 abgeben. So, Flip jetzt auf der 3. Beziehungsweise auf der 2. War in der Box. Achso, okay. Danke dir, El Massimo. Habe ich nicht gesehen. So. Flash und Bub geht rein. Die nächste Boxenphase geht los. Noch 10 Runden zu gehen. Auch Alois geht rein. Da sehen wir es noch, wie er reinfährt. Beim Suit vorne rechts Schaden, vorne links Schaden und auch der Frontsplitter, also Stoßstange, ist betroffen. So, Nacho geht in die Box. Suit auf 6. Da kommt Bruno schon wieder raus. So, das ist okay. Das passt noch, das passt noch. Das passt. So. Dann sind wir hier genau richtig. Dann sehen wir hier ein Trio. Schauen wir mal. Hat noch hinten Abstand, der gute Bruno.
Und nach vorne sind wir bei 0,73. Wird weniger. Hat natürlich das bessere Material jetzt schon auf seiner Seite. Und wird sich gleich den Kollegen aus der Schweiz sich zurechtlegen und wird dann mit seinem Lamborghini den Huracan aus Bologna nun auf 3 Stopp. Ja, schauen wir mal. Würden viele machen, denke ich mal. 3 Stopp. Da ist er vorbei. Dann schauen wir mal auf 10. Da ist jetzt der Flash mal Bub draußen. Hat auch nochmal getankt. So, Alois hat voll. Rex hat voll. Nacho schon draußen. Und Paintball hat schon länger. War schon in der 10. Runde drin. Mit seinem BMW M4. So, was macht Lindes? Lindes hat natürlich den Vorteil, dass er, denke ich mal, eins, shortshiftet. Zweitens, scheint der BAZ nichts zu verbrauchen. Oder habt ihr irgendwo gesehen, dass er irgendwo unterwegs mit einem Flugzeug betankt wurde oder sonst irgendwas? Also ich habe nichts gesehen. Ja, im Gegensatz zum Lamborghini scheint er hier wirklich kaum was zu brauchen. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Japaner, ne? Da muss so eine fette Tröde, muss eigentlich schon hinten rausschauen. Ja, hinten links so eine schöne Tröde, so. Hört irgendwie dazu. So. MD in der Box, Flip in der Box, Blitzer in der Box, Jolly Coco in der Box. So, Bruno ist wieder auf der 2. Sechster Gang und voll durchbeschleunigt bei 2,25 circa. Na, über eine halbe Stunde sind wir schon unterwegs. So, dann haben wir hier das Duell gegen Jumbo und Suit. Haben wir das Überholmanöver gleich im Replay nochmal drauf? Dann gucken wir nochmal. Ja, Jumbo dahinter auf der Start- und Zielgeraden. Packt er sich den Mitsubishi Evo Lancer Evo, so rum war es. Ein. Eins der schönsten Modelle, finde ich, was Subaru je gebaut hat. Subaru, Entschuldigung. Mitsubishi. Ne? Mitsubishi ist ja auch bekannt dafür, dass sie nicht nur Fahrzeuge herstellen, sondern auch Klimaanlagen. Weiß nicht, ob es welche gewusst haben von euch. Es gibt von Mitsubishi hier Klimaanlagen. So. Jumbo ist vorbei, aber auch diese Tanknadel blinkt sich des Todes. Und er wird dann auch, denke ich mal, in Ende dieser Runde hier dann in die Box gehen. Im Augenblick haben wir Platz 3 für den Porsche-Fahrer hier auf St. Croix. Ja, dann gehen wir mal auf den Suit. Suit hat immer noch den Schaden, also der wird dann auch bald in die Box gehen. Ja, also hat seine Boxenstrategie nicht über den Haufen geworfen, sondern denkt sich, ach, es geht. Ein mit fahren und dann, ja. So, von hinten schiebt aber ein Kollege in einem Alfa Romeo an. Der Flip. Wir gehen mal in das Fahrzeug hier. Man sieht hier eine wunderschöne Überrollbügel hier verteilt. Einmal durchs Armaturenbrett links gehend und dann hier quasi die Zelle. Ja, weil diese Fahrzeuge haben keinen Bügel drin, sondern sie haben eine Zelle und die Zelle ist ja quasi das schützende Element bei diesen Fahrzeugen und ist auch sehr, sehr wichtig. Mittlerweile tragendes Element. Und gibt schon viele, viele Unfälle, hat man ja schon gesehen. Und da passiert eigentlich mittlerweile ganz, ganz wenig. Klar hast du mal einen Bruch dabei, aber so, dass der eigentlich dein Leben lässt. Nein. So, dann ist er dran. Jetzt hier geht er auf der Start und zieht gerade. Geht Flip vorbei. Flip geht vorbei. Jetzt der konnte eventuell nochmal. Nein, schafft er nicht. Material ist nicht besser. Und Flip kann gleich hier ein paar Meter gut machen und hat sich jetzt den dritten Platz gestoppt. So, Bruno auf der 1. Ja, Lindes war mittlerweile in der Box drin. Und ich bin gespannt, ob Bruno nicht eventuell nochmal in die Box muss. Ja, warten wir mal ab. Es könnte aber vom Sprit raus, ja, vielleicht genau lang. Ne? Könnte eventuell funktionieren. So,
Dann haben wir Flip, wie gesagt, auf der 3, Sud auf der 4. Der Blitzer jetzt auch schon raus, hat den 5. Platz und hat 1,3 Sekunden Vorsprung vom Flash-Mabub. So, Flash-Mabub jetzt hier auf Position Nummer 6. Unser Eintracht-Fan, ne? Also wer nicht weiß, was das Logo ist, das ist Fußballverein Eintracht Frankfurt. So, dann haben wir den auf Abwägen live und Streamloch und den Einschlag. Haben wir den Einschlag unseres Midnight True Fahrers hier. Er kommt, zieht. Was haben wir da gehabt? Ah, nee, nicht wirklich. Den Winkel getroffen zum Einlenken. Und dadurch der Schaden. Und dadurch verliert er einige Plätze hier. Sie geht sogar alles vorbei. Innen drin. Ah, könnte knapp werden, ne? Michelle, könnte knapp werden. Ich weiß es nicht. Also, ich bin mir da nicht sicher, ob es langt. Könnte vielleicht geradeaus funktionieren, aber ich weiß es nicht. Ist natürlich ärgerlich hier beim MD, aber er reingeht, weiß ich jetzt, glaube ich, fast nicht. Könnte mir nicht vorstellen, dass er da reingeht. So, dann haben wir unseren Rex. Rex jetzt auf Platz 10. 13. Runde für ihn. Seine beste mit 2:19.808 hat er seine persönlich beste Zeit hier gefahren. Halt, sorry. Ja, sind wir genau richtig. Bruno geht rein. Lindes ist somit wieder an der Spitze. Dann haben wir... Da will ich hin. 40% kam vor 3 Runden. Okay. Ah, warten wir mal ab. Wenn er noch einen pushen will, ne? Könnte knapp werden. So, also Jumbo hier auf der 11. Beste Zeit in der 6. Runde 2:20.039. So, Nacho mit Käse oder Nacho mit bekannter Soße. Hier auf der Position 12, 2:19.798. Sonst im Schnitt. Letzten zwei waren 2:21. So, muss nochmal nach vorne zum Jumbo. Er hängt. Ja, ja, jetzt war er in der Box, genau. Ja, es wird ihn wahrscheinlich den Sieg gekostet haben, den Bruno. Bin mal ganz ehrlich. Ja, die zwei bekriegen sie auch. Also ich muss sagen, heute Duelle hier, wo du hinschaust. So gefällt mir das. Nicht so wie bei anderen Strecken, da zieht es sich wie ein Kaugummi. Du kriegst hier nicht mal ein Fahrzeug vor die Linse, aber das ist heute gut gegeben hier und das freut mich. So, 10. Platz für Nacho. Der Sud ist dahinter, also das könnte hier auch noch ein Duell geben. Gottli ist noch ein bisschen weit davon entfernt. Wie schaut es beim MD aus? Hat seinen Schaden repariert. Wird es auch schwer haben, nochmal viel mehr Plätze da gut zu machen. Wäre vielleicht durchgebrannt, wäre vielleicht gescheiter gewesen. So, in der 12. Runde hat er eine 2:20.222 gefahren, unser Paintball. Und sonst 21er Zeiten im Schnitt und bei 42 Sekunden Rückstand ist das natürlich nicht so gerade toll. So, Lind ist auf der 1, 8,1 Sekunden Vorsprung. Unser im Augenblick Führender des Rennens hat schon ein paar Führungskilometer drauf. Na? Und wenn nichts schief läuft, dann könnte er eventuell an der Spitze dieses Abends heute ganz oben stehen auf dem Stock, wie man so schön sagt in Österreich, ne? Weil man es ja passen kann. So, Flip auf der 2. 6 Sekunden Vorsprung vom Blitzer. Hier 2:20 im Schnitt und dahinter haben wir das Duell Flash und Bob. Hier Flash und Bob gegen Blitzer. Zum Glück sind wir nicht auf der Straße, dass nicht hier gibt, dass der Blitzer hier ein Foto macht, ne? Weiß, der war schlecht, aber ja. So, Flash-Mabub ist eigentlich drauf und dran, ihn zu überholen. Wenn er sich noch ein bisschen neben dran setzen kann, dann ist er auf jeden Fall vorbei, weil die Kurve nach rechts geht. Ja. Damit ist er vorbei. Muss ich jetzt nur im richtigen Winkel positionieren. Nein, macht er nicht. Hat zu viel Luft gelassen, hätte die Tür zumachen können, quasi auf Kampflinie fahren können. Hätte der Blitzer gar nicht vorbeilassen müssen. Aber, wir sehen ein Duell. Wir sehen ein Duell in der 17. Runde und das entscheidet sich eventuell. Wer aufs Stockerl fährt noch? Platz 3 hier, Kampf um Platz 3 und 4. Jetzt sind wir wieder auf der Brücke und wir schauen mal,
wie er aufholen kann. Kann er aufholen? Ja, die Zeit schwindet. Und hier saugt sich der BRZ ran. Er schert aus. Vor der Kurve geht's links weg. Er muss noch ein bisschen ziehen. Zieh, mein Freund. Aber er gibt nach. Alter, er fährt, Flash und Mabub fährt auf jeden Fall hier vorsichtig, muss man schon sagen. Also er könnte, weil er die innere Linie hat, er ist auch vorne, könnte auch sagen, du, ich fahre jetzt in die Kurve als Erster rein und ich bin vorne. Also habe ich das Recht, auch in die Kurve als Erster zu fahren. Na? Weiß nicht warum, hat er vielleicht schlechte Erfahrungen mitgemacht, der Kollege Flash und Mabub, wir wissen es leider nicht. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Dass er noch tanken muss. Warum? Weil der BRZ nichts verbraucht. Jetzt ist er vor. Jetzt hat er sich durchgesetzt. Aber der Konter kommt. Er ist außen. Mischmabub ist innen. Hat die innere Linie. Kleine Berührung hier. Kleine Berührung hier. Alles noch gut. Macht nichts. Ein bisschen Lackaustausch. Kötz dazu. Kurve rechts. Jetzt hat er die Kurve links. Das war schon fast ein böses Foul. Da schauen wir uns in der Replay nochmal an. Liebe Zuschauer, das war schon fast ein böses Foul. Da, wo will er denn hin? Wer ist doch schon ganz links? Ja, er hat ein bisschen Luft gelassen und dann wieder reinstecken. Ah, war nicht ganz sauber, aber zum Glück nichts passiert. Und jetzt ist Flash und Mabub doch in die Box gefahren. Okay, damit hat sich's erledigt, aber schaffen könnt ihr oder nicht. Spekulation hin oder her. Spekulatius hin oder her. Haben wir es gerade von Weihnachten hatten. Ja. Nee. Also 2.18, der Junge fährt konstant. Na, Lindes, aber er kommt an die Bestzeit von Bruno mit 1.17. Entschuldigung, 2.17, 1.67. Irgendwie nicht ran. Na? Dann haben wir den Flip. 2.19 im Schnitt. Hat keine Zeit gut gemacht. Zum Lindes hin, aber zum Blitzer hat er ausgebaut. Und das ist aber auch der springende Punkt, dass der Blitzer hier sich duelliert hat. Mit dem Flash und Mabub und das hat ihm Zeit gekostet. So, jetzt haben wir SRT Bruno. Ne? Pex, was machst du da? Naja, eventuell Shortshiften und ein bisschen, schauen wir mal. So, sind wir auf Platz 11 hier, unser Godly. Dann gehen wir doch mal rein in den Hobel, rein in den Hobel. Zack, sind wir drin hier, beim Kollegen Godly. Hättest du dann quasi, ja, du hättest aber auch im Windschatten dich hinterher ziehen lassen können. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber da stecken wir nicht drin, wir werden es nie erfahren. So, vier Runden haben wir noch zu gehen. Vier Runden haben wir noch zu gehen, Freunde. Da geht er wegen weg. Na, Tastatur, Shalom. Hallo, Spartaner. Ich bin ein Spartaner. Eieiei, schlägt er wieder ein. War das der Einschlag hier gerade? War der Schaden gerade? Nee. Ja. Er hat sich gerade den Schaden wieder eingefangen. Blitzer, da ist er nicht gut um die Kurve gekommen. Ah, zu schnell gewesen. Und zack. Bumm. Hat's gemacht. Schaden vorne links. Hm. Schauen wir mal. So, Bruno auf Nummer 4. Bruno auf der 4. Genau, come on, Bruno! Vorsichtig. Ja, bin mal gespannt. 2.17.679 war in Bruno seine Zeit. Also, vielleicht geht noch mal was in Richtung Bestzeit. Weiß ich es nicht. Boah, was der Abflug hier von Bruno. Schauen wir uns die Wiederholung nochmal an. Was magst du denn hier? Was magst du denn hier? Ich glaube,
Oh ja, ein bisschen weit. Oh. Hat aber Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Gerade hat es einen Schaden bei unserem anderen Italiener gegeben. Aber hier, der Lambo, hat dagegen gehalten. So. Ja, 2.17, 6.79. Also, Der Lambo scheint wieder seinem Ruf gerecht zu werden als kleine Zicke in dem Fall. Könnte so sein. So, muss ich euch noch gleich was sagen. Aber da geht er wieder weit, ey. Die Jungs fahren echt am Limit, ey. Es ist brutal hier. Das ist aber auch keine einfache Strecke, muss man zugeben. Freunde, es ist soweit. Es steht der 16er an. 16 Stunden haben wir Dragon Trail Küste für uns. Am Samstag. Ich darf auch wieder dabei sein. Ich darf auch wieder mitspielen. Meine Stints sind 2 und 4. Das heißt, ich bin um 12 Uhr bis 14 Uhr von 16 bis 18 euch. Bis 18 Uhr bin ich da. Und werde quasi durch den 16er durchführen. Also wenn ihr Bock habt, schaltet gerne ein. Wir haben wieder viele Streamer am Start. Ja. Und ich hoffe, ihr schaltet natürlich ein hier beim 16-Stunden-Event auf Dragon Trail Küste. So, gehen wir nochmal von vorne durch. Lindes auf der 1. Flip auf der 2. Der Blitzer auf der Nummer 3. Dann haben wir Bruno 4, 5, Jolly Coco hier im Kampf. Hier mit Alois. Da bleiben wir natürlich mal drauf hier. Weil, wenn wir schon so nah zusammen sind und so nah treffen, dann werden wir natürlich. Euch natürlich hier drauf bleiben. So. Für das 16. Event macht natürlich der liebe CT-Meister das Opening. Und er wird dann zu mir rüber raiden. Also, merken, CT-Meister, Corsi. Und dann ist der halbe Nachmittag schon geredet. Na, weil dann geht's Feuer und Flamme geht's durch. So, die beiden geben sie sich aber richtig. Jolly Coco auf der 5, alles auf der 6. Na, jetzt hat er hier Material, mit dem er auch was anfangen kann. Ja, vorne sind auch schon Kampfspuren hier vom Jolly Coco zu sehen. Ja, sein Lexus schaut schon etwas beleidigt aus vorne. Man sieht, der Lack ist ein bisschen ab. Oder Folie mittlerweile. Da schaut es euch vorne an. Ja, aber scheint. Weiß nicht, aber 100%ig rankommt. Nee, Abstand wird größer. Gehen wir doch mal weiter hier zum Flash Mob. Schaden vorne links. Und Frontsplitter. Jumbo hier auf der Nummer 8. Dann haben wir unseren DM hier auf der 9. Nacho auf der 10. Wieder verklickt. Mensch. Gottlieb auf der. Gottli auf der 10 und wir haben einen Nacho und wir haben ihn gegessen. Frage an die anderen im Chat, ist Nacho nur bei mir raus oder ist er allgemein geflogen? Bitte mal um Rückmeldung. Michael, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wir grüßen mal den Sponsor hier, der DVK. Im Auftrag der DVK unser Michael Kranz. Michael, schön, dass du wieder mal reinschaust. Freut mich. So, also 11. Platz. Jetzt der Jude. Unser Rex ist auf der 12. Bei Flip ist er auch weg. Okay, gut. Dann ist er wahrscheinlich wirklich geflogen.
Vorwärts. Rex, da geht noch was. Ja, es wird aber schwer. Eine Runde vor Schluss. Ja. Nein, gerade ist heimgekommen. Ja, kenne ich irgendwo her. Ich bin auch so ein bisschen spät heute beim Stream dran gewesen. So. Wir haben die 21. von 22 Runden. Und jetzt gehen wir gleich auf die letzte Runde. 8,8 Sekunden Vorsprung hat der Kollege Lindes. Und wenn jetzt nichts mehr passiert, dann würde den Sieb heimfahren. Mirko, danke dir. Vielen, vielen Dank. Zweiter Monat, wir nähern uns langsam unserem Kind. Fehlen noch 7, aber... Na? Oh, Zeitstrafe. Eine Sekunde Zeitstrafe hier. Eine Sekunde Zeitstrafe baut schon ab. Also kein Problem, er hat genug Vorsprung. So, beim Flip. Sind es weiter 18 Sekunden. Beim Blitzer, er fährt weiter mit Schaden, genau. Da muss ich aber langsam Gedanken machen, wenn es eventuell noch sein kann, könnte der Bruno, wenn es richtig schlecht läuft, sogar noch mitspielen ums Podium. Zeit schmilzt nämlich. Unaufhaltsam. Und wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Und er lässt den Stier ausbrüllen und er lässt er fliegen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Na, die Hühner lassen grüßen. 2,1 Sekunden. Jetzt sind wir bei 2 Sekunden. Sehen wir hier noch den Kampf um Platz 2. Jetzt sind wir unter 2 Sekunden, liebe Zuschauer. Unter 2 Sekunden. Die Brücke kommt. Mirko, was ist los mit dir? Vielen Dank. Habe ich doch gar nicht verdient. Habe ich doch gar nicht verdient. Jetzt sind wir bei 1,8 Sekunden, liebe Zuschauer. 1,8 Sekunden, ja. 1,9, okay. 1,8. Richtig auch. Vielen Dank, Mirko. Danke dir. Ja, es wird langsam schon knapp. Die Hälfte, über die Hälfte der Strecke ist schon weg. 1,7. 1,6. Jetzt zieht der Bulle. Er zieht. Na, wie beim Skispringen. Wie beim Skispringen. Zieht, zieht. 1,4 Sekunden. Auf geht's. Komm. Lass alles raus, Bruno. Gib alles. 1,2 Sekunden. Komm schon. Wir müssen nur nach vorne gucken. Ja, letzte Kurve hier für den Kollegen Lindes. Und auf die Start- und Zielgerade. Und das sind wir hier. Erster Sieger in Splitsee haben wir Lindes. Herzlichen Glückwunsch nach Österreich, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. So, Flip auf der 2. Und jetzt wird es ganz eng hier. Die letzten Meter, Freunde. Die letzten Meter geht hier. Geht noch was? Nein, ich glaube es nicht. Letzte Kurve, wenn jetzt nichts mehr passiert, holt Blitzer den dritten Platz. Mann, wäre es noch eine Runde länger gegangen, dann hätte der Bruno das geschafft. Oh, noch Penalty von Bruno. Und natürlich Platz 4. Herzlichen Glückwunsch, starkes Rennen. So, unser Jolly Coco konnte sich die ganze Zeit wehren. Mit Händen und Füßen hat er sich beim Jolly Coco sich zur Wehr gesetzt. Brutal hier, was die Leute abgerissen haben. 5 Colli Choco Alois auf der 6. Geiles Rennen. Flash und Bub auf der 7. So. Ah, Rennen leider ein bisschen selber kaputt gemacht hier von MD. Da wäre mehr drin gewesen, wenn er vielleicht draußen geblieben wäre. Hier Platz 8. So, dann haben wir unseren Jumbo. Der auf die 9. Und dahinter gibt es noch ein Stechen hier um den 10. Platz. Ja, beide Schweizer kommen über die Linie fast gleich. Hier Platz 9 für Gottlieb, 10 für Sjut. Dann halt, da sind wir beim Rex, haben wir die 11. Der braucht aber noch ein bisschen. Ja, auch letzte Kurve für den Rex. Jupp. Und da kommt er als 11. und dann gehen wir auf den Paintball, der ein bisschen noch braucht, hier die ganze Aufmerksamkeit von euch bekommt. Ah, hat ein bisschen Rasen gemäht. Ja, war zu lang, habe ich gesehen. Ist mal kurz mit dem Frontsplitter mal drüber gefahren. Jetzt passt wieder perfekte Schnitthöhe. Und hier kommt er hier auf die Start- und Zielgerade. Hier Platz 12 für Paintball.
So, damit haben wir unseren ersten... Lindes, du! Warum? Wieso? Ich versteh's nicht. Lindes, ich weiß ja nicht, wie das jetzt gewertet wird. Lindes ist offiziell ja übers Ziel gefahren als Erster. Ich denke mal, er wird auch den ersten Platz gewinnen. Hey, wird es auch haben. In dem Fall, weil ja aus Lindes so früh aus der Lobby raus ist. Sachen gibt's, ey, ich glaube, die gibt's nur bei mir. Na? Der eine fliegt 20 Sekunden vor Rennende aus der Lobby. Dadurch gewinnen sie quasi das Ganze nicht. Jetzt, Zettler. Geht der andere zu früh aus der Lobby raus. Also, das gibt's echt nur bei mir. Es ist so geil. Also, Freunde, dadurch, ja, ich rechne jetzt einfach mal Lindes auf Platz 1, weil er hat ja die Zielgerade überfahren. Also, er ist ja drüber gefahren. Also, hat er für mich auch das Rennen gewonnen. Er war ja auch die ganze Zeit dabei. Und ich denke mal, die Rennkommission würde es auch sehen. So, dann haben wir quasi unseren Kollegen Lindes auf der 1, Flip auf der 2, Blitzer auf der 3, Bruno auf der 4, 5 Jolly Coco, 6 ist dann Alois, 7 Flashmobob, 8 ist dann der DM, 9 ist Jumbo, Godly auf der 10, 11 Suit, auf der 12 ist dann Rex, Paintball auf der 13, dann haben wir leider einen Disconnect gehabt vom Nacho. Und Lindes, ja, wird jetzt als 14er gewertet, was ich jetzt zwar nicht glaube, aber mal sehen. Bruno, danke dir auch. Es war wieder mal ein Hammerrennen, ein starker Auftakt, muss man schon wirklich so sagen. Hier, brutal. Echt heftig. Lobby hat gehalten, sehr, sehr geil. Und dadurch gehen wir mal hier zurück in das Cockpit meines geliebten Nissan GT-R. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, ich bedanke mich bei euch allen für alles, was heute Abend hier kam. Für die ganzen Unterstützung, für die ganzen Follow, für die ganzen Bits an meine Moderatorin. Obwohl da doch drei stehen, habe ich eine. Dann an die Follower und an die Abonnenten. Vielen Dank auch an den Stream. Vielen Dank für euch, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich ein paar Minuten später gekommen bin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns spätestens am Samstag wieder. 12 Uhr bei mir sind wir beim 16er zu Gast und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und ich wünsche euch noch eine gute Nacht und wir sehen uns bis Samstag. Bis dann.